Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das Spiel davor wurde nicht aufgezeichnet, wo wir gegen Hertha gespielt haben. Wir haben aber 0-1 verloren, deswegen haben wir jetzt hier schwache Leistung. Betone, dass die Leistung ein Ausrutscher war. Frage auf Social Media, dass du weißt, dass du nicht gut gespielt hast. Analysiere deine Leistung mit dem. Ich würde sagen, wir sagen, dass es ein Ausrutscher von uns war. So, dann geht's mal weiter. Und das nächste Spiel ist sogar gegen Bayern. Die Frage ist nur, will und... Nee, stand jetzt nicht. Aber wir haben dieselbe Gesamtstärke wie Polter. Den haben wir jetzt schon eingeholt. Torolle ist halt immer noch ein Brett, aber der beendet seine Karriere. Das sollte nicht so schwer sein. LOL, Mini-Sané. Einfach der Junge. Oh, doch nicht so Mini. Ja. Ich würde sagen, weiter geht's. Wir werden als Stürmer eingewechselt, aber vorher trainieren wir nochmal. Ganz wichtig. Trainieren. Eine Tabelle wollen wir jetzt nicht. Souverän 10. Also 11. Ja, Mensch. Ein Sieg, 2 Niederlagen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Ey, es geht total fit. 2-0 liegen wir zurück. In der 63. kommen wir. Wechsel jetzt bei den Bayern. Araujo kommt erstmal für Hernandez. Okay, interessant, dass die sich Araujo geholt haben. Und wir kommen natürlich auch. Vierte Rolle. Bei den Bayern sehen wir im bisherigen Spielverlauf eine erstklassige Ballbesitzquote. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung im Moment verdient. Im Moment sind sie nicht im Ballbesitz. Sie müssen hinten aufpassen. Leute, passt auf, pass auf, pass auf. Sadio Mane. Davis am Ball. Aufpassen. Den Ball holt er. Mohr. Könnte jetzt was werden. Also, hast du. Super dazwischen gegangen, da haben sie den Ball wieder. Ja, aber gut. Gut probiert. Goretzka. Nächstes Spiel ist das Derby. Ja, vielversprechender Steilpass, schöner hoher Ball. Schade. In der Szene schön zu erkennen, wie ihre Strategie aussieht. Schnelle Pässe, viel Tempo, überraschend. Schade. Ja, hätte ja aber klappen der Vorstoß können. War auch für den Rest der Mannschaft zu überraschend. Es war einfach ein wenig zu früh und die Folge ist Abseits. Mané. Davis. Geduldiges Passspiel jetzt. Sie lassen sich Zeit. Thomas Müller. Wieder zu Goretzka. Boah, der kam gut. Da hätten wir hier auch den Treffer haben können. Aber ja, nächster. Komm. Er ist da. Er ist unten. Und es ist ein Stark, klasse Bodo. Keeper. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter. War gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Kurze Ecke. Mané. Er dribbelt nach innen. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Stark. Die Bayern wechseln. Sané kommt. Die bekommen den Ball nicht raus. Leute, ihr könnt da auch... Jetzt der Volley. Was für eine Technik mit diesem Volley. Ihr dürft auch ruhig nachgehen, wenn ihr das den Ball wegkriegt. Das ist natürlich eine überragende Szene. Wir sehen es in dieser Wiederholung, wie sie Druck machen, wie sie immer wieder... den Ball erobern, wie sie ihr Spiel aufziehen. Und wenn du das so geschickt machst, dann fallen Tore. Den Ball hält er gut. Nein, das ist keine gute Phase. Da kommt die Ecke. Ball erstmal weg.
De Ligt. Müller. Gehalten. Und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Ganz starker Kopfball. Stark, Volo. Ja, der hätte gepasst. Gute Aktion von beiden. Ecke in die Mitte. Klasse gerettet. In höchster Not, in allerhöchster Not. Das Ding war fast drin. Der Ball war nicht platziert genug. Jetzt können sie den Konter ansetzen. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Erstmal wichtig, hier in Ballbesitz zu bleiben. Nee, also nee, zum Endergebnis. Das wird nichts. Genau, sage ich auch. Das wurde nichts mehr. So, und dann haben wir jetzt... Wir müssen aufpassen, wir sind wieder 14. Sind jetzt nicht die besten Wochen. So, da haben wir stabile Level 10 erreicht. Kriegen nochmal 3 Punkte extra. Spielerentwicklung. So, wo stecken wir die rein? Da und Elfmeter vielleicht nochmal. Ja, doch, 11 Meter. 74. Achso, wir haben den nächsten Dingsplatz, Perkplatz. Ja. Nachsetzen, Tadai, Handel. Teampressing. Machen wir Teampressing. So, dann gehen wir jetzt rein ins Spiel. Wir stehen wieder in der Startelf. Ich würde sagen, gegen Dortmund versuchen wir mal von Anfang an was zu reißen. Es wird spannend im Ruhrport. Borussia Dortmund gegen Schalke. Neue Animation. Sehen ja richtig gut aus, die Animation. Können Sie es schaffen? Brandt hat ein neues Gameface. Brandt hat ein neues Gameface bekommen, ist auch schön zu sehen. Hallo und willkommen im Signal Iduna Park. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen. Mit dem Stadion, das jetzt eingeblendet wird, ist auch neu, ne? Da drüber. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Das ist so drei Pässe in der Gegend begeistert und uns hier oben auf der Kommentatorentribüne natürlich auch. Es wurde so viel geschrieben, es wurde so viel diskutiert und jetzt geht es los. Gleich rollt der Ball. Wie schätzt du die Schalker derzeit ein, Buschi? Also wenn mir das bei einem Club schwerfällt, dann bei Schalke 04. Ja, auf alle. Die Gelsenkirchener Königsblau sind ja in den letzten Jahren regelmäßig vor allem an den eigenen Erwartungen oder gescheitert. Dabei hat dieser Club ein so unfassbares. Also es ist auf alle Fälle möglich, dass wir auf Platz 10 kommen. Aber es würde mich nicht wundern, wenn wir im Abstiegskampf stecken. Sehr lange. Sie
greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Wo ist Reus ist nicht mehr da? Wo haben die Reus hingemacht? Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Kommen wir noch auf die andere Seite. Könnte ein offensives Spiel werden, Buschi. Ja, das stimmt, Wolf. Zumindest deuten das beide Formationen an. Sie spielen ebenfalls im 4-5-1. Das soll aber da steht der Trainer nicht sein. Da. Bei Dortmund stand er da. Darf sich da nicht irritieren lassen, weil da nur ein nomineller Stürmer dabei ist. Und gehen wir mal rein. Die Dortmunder haben ihren Anstoß. Tyler Adams. Die Chance jetzt. Gute Aktion von Bolter. Stark. Die Ecke kommt. Kein Problem, den hat er. Gibt erneut Eckball. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Wir machen ja richtig Attacke jetzt, gleich am Anfang. Wolf. Luzzarell, Gertruida. Das ist Brandt. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Sebastian Haller. Und die Balleroberung, so, wichtig. Stark abgefangen. Nein. Bellingham. Hazard. Chance zur Führung. Wichtig, dass der nicht getroffen hat. Sebastian Haller. Haller. Ganz sichere Parade. Leute, die ersten paar Minuten waren gut. Nicht hinten rein drücken lassen. Eine kurze Ecke. Flanke bleibt hängen. Jetzt kann es eng werden. Der sollte hochkommen. Mann, ich wäre doch fast bereit gewesen. Der geht knapp stark. Starker Schuss. Tyler Adams. Moore. Nein, ich wollte den hochspielen. Borussia Dortmund ist im Moment klar die aktivere Mannschaft. Das sehen wir an der Ballbesitzquote. Und wenn sie ihre Chancen jetzt noch besser nutzen können, dann gibt es auch die Führung. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Vincent Baini. Das ist Bellingham. Jetzt vielleicht der BVB. Das ist die Chance. Tor für Nein. den Gastgeber. Jetzt geht das Derby richtig los. Das wichtige 1-0. Wolf. Rückstand für Schalke. Sie müssen was tun. Weiter geht es hier. Jungs, das muss besser werden. Da ist die frühe Flanke. Ist das der Ausgleich? Das Tor. Stark. Gute Flanke. Richtig stark. Da gleichen wir das Derby wieder aus. Hier kommt noch mal sehr, sehr wichtig. Das Tor, erst die Flanke. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool. Sehr, sehr stark gemacht. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist. Los, Leute, wir können das schaffen. Wir können Dortmund schlagen. Saliötzka. Nicht unmöglich. Alea. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Alea. Bellingham mit dem Ball. Schön die Flanke abgeblockt. Ey, 1-1 in die Pause. So, ganz stark. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Spiel. Gegen Dortmund ist das richtig stark. Das 1-1.
natürlich total. Ach, wir haben einen Pass weniger als Dortmund. Alle warten im Signal Iduna Park auf die zweite Hälfte. Es kann weitergehen. Sieht nicht ungefährlich aus. Hoher Steilpass jetzt. Ball kommt nicht durch. Nein, der sollte flanken. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da. Gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Ey Leute, gegen Schlotterbeck reicht noch nicht. Dann müssen wir überspielen. Das nächste Spiel in der Bundesliga für Borussia Dortmund. Dann geht es auswärts gegen Hertha BSC. Und natürlich auch wieder mit Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann. Aber ganz kurz, das könnte es sein. Stark gehalten, Frodo. Und gut verteidigt. Wolf geht raus und wer kommt rein? Malen. Malen kommt rein. Der kurze Eckball. Verteidigen. Zu machen. Blockt den Schuss erstmal ab. Starke Block. Sie bekommen gleich wieder Ecke. Flick geht raus. Und unsere 8 kommt rein. Wer hier auch immer ist. Latzer. Da kommt die Ecke. Weiter gefährlich. Sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Hazard geht raus und Dahoud. Jetzt wissen wir, mit wem es Schalke als nächstes zu tun bekommt. Spiel doch nicht nach hinten. Es geht gegen Hoffenheim im nächsten Bundesligaspiel. Und ich muss es leider so sagen, viele Chancen rechne ich ihnen dann nicht aus. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Er versucht's. Den hält er, aber starker Abschluss. Ich glaube, da kann sich noch was entwickeln. Weg ist der Ball. Luzarell, Gertruida. Das kann man uns nicht vorwerfen. Wir nicht probieren. Natürlich, gegen Dortmund nicht so einfach. Torhüter kommt. Ich glaube, wir stellen um auf 4-4-2. Modest kommt auch noch. Ecke kommt ins Zentrum. Die bekommen den Ball nicht raus. Fans können erstmal durchatmen. Also überall. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Der muss da drin sein. Was da. Mit diesem Volley macht er dann das Tor. Und damit das führt Dortmund in der Schalke. Schalke führt im Derby. Gab's auch schon lange nicht mehr. Richtig stark, ey. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Ich dachte, ich habe den Punkt schon verpasst. Volley stellt sich perfekt zum Ball. Also das ist aus dem Lehrbuch. Absolut. Einfach nur perfekt. Perfekt gespielt. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Und dann ist der Ball weg. Kurz vor dem Schlusspfiff steht hier eine knappe Führung für die Gäste auf der Anzeigetafel. Schalke muss kämpfen, Schalke muss beißen. Noch ist das hier nicht gewonnen. Es kann Mahmoud Daoud. Stark. Ja, Leute, so. Weitermachen. Einfach weitermachen. Kaminski kommt und Hanneberg geht. Vor allem andersrum. Ecke kommt. Gut geklärt. Das frühe Pressing jetzt. Da ist der Ball weg. Da wollte ich den Freistoß rausholen. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Sieht gefährlich aus. Nicht nachlassen, Leute. Nicht nachlassen. Mein Fehler. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Stark. Wir haben das Derby gewonnen. Sie holen sich hier diesen Stark, Sieg in der Liga. Es war richtig ein enges stark. Spiel. Umso größer ist die Freude, dass es hier am Ende gepackt hat.
Was für ein Spiel. Was ein Spiel. Sie haben einfach das Derby gewonnen. Sie sind damit jetzt Ruhrpottmeister. Erstmal. Zwei Schüsse aufs Tor, davon eins reingegangen. Gespielte Minuten 94. Die Dortmunder. Sag mir mal einen Spieler, der treffsicherer ist. Der aus zwei Chancen ein Tor macht. Gibt nicht viele. Wie? Willst du mir erklären, dass mein Vertrauen beim Trainer sinkt? Weil ich keine Ahnung was? Nicht genug Punkte im Dings hatte? Derby-Sieg, jawohl. Halloween. Sag den Medien, wie glücklich du bist. Du sparst dir deine beste Leistung immer fürs Derby auf. Sag den Medien, wie unglaublich die Atmosphäre in der Kabine nach dem Spiel war. Sage den Medien, wie glücklich du bist, dass das Team erhebt. Auf jeden Fall Merrick Freigeist. Richtig stark. In 14 Tagen ist Halloween. Da gehen wir dann auf alle Fälle auch rein in Halloween. Machen eine Halloween-Party. Und damit sind wir wieder auf 12. Einen starken 12. Platz. Paris FC. Hätte ich. Ich glaube, ich würde es erstmal ablehnen. Lies ein Buch über deinen Lieblingsfußballer. Lies die Autobiografie deines Jugendhelden. Und ja, komm, wir lesen ein bisschen. Kann ja nicht schaden. Warum denn nicht? Halloween ist in 11 Tagen. In 3 Tagen. Sieht genau. Alles klar, dann machen wir jetzt gegen Hoffenheim. Wir sind jetzt bei 23 Minuten. Komm, wir spielen mit Kayuka. Jetzt einfach mal die Highlights. Und ich würde sagen, dann machen wir noch die Halloween-Party. Und dann war es das für heute. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. In der Feldinsarena noch. Begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen 1899 Hoffenheim. Auf dem Papier ist es nur ein Testspiel, ja, wir spielen aber es Pfeffer verspricht ab. Dennoch einiges. Bestimmt. Sehr klar bei diesen Mannschaften. Komm, noch mehr in die erste Situation. 5. Minute. Alleingang von Schalke 04. Was macht er daraus? So wünschen wir uns das. Starkes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Da nimmt man auch mal einen Schluck. Eine Gelegenheit zur Flanke für Schalke. Schöner Einsatz, Ball nicht im Aus. Es könnte gefährlich werden hier. Da ist die Chance. Super gehalten. Was für eine Aktion. Alleingang. Nochmal. Ist gefährlich. Das war eine gute. Und so, Schlusspfiff in dieser Partie und wir hören ja, es. Die verloren. Fans alles andere als zufrieden. Also das ist natürlich verständlich. Ich glaube, viele hadert immer noch mit diesen. Es gibt Schlimmeres, ne? Also wir haben wieder getroffen. Starkes Spiel gemacht. Wieder fast die Titel alle erreicht.
gibt es noch? Eigentlich gibt es sonst nichts mehr zu sagen zu dem Spiel. Aktivitäten. Ich würde sagen, wir veranstalten jetzt die Halloween-Party. Eine Schule in Stadionnähe sammelt in einer Halloween. Ich kann das nicht. Ja, können wir nicht mehr. Hab keine Angst und trainiere. Schau bei der Halloween-Party des Teams vorbei und sorge mit dem spektakulärsten Kostüm des Abends für Aufsehen. Das klingt doch gut. Multitasking. Schließe 10 Aktivitäten ab. Genau. Dann machen wir jetzt nochmal Spielentwicklung. Diese 3 Skillpunkte. Wo ist das Geld jetzt? Ah, das habe ich für Kostüm ausgegeben, ne? Und damit, wir haben jetzt eine 75, würde ich mich verabschieden und sagen, guckt euch noch andere Videos an, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ciao, bis zum nächsten Mal.